Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Zielonka, weil wir in Kürze den LS25 erwarten dürfen. Nur noch wenige Tage, dann werden wir endlich einen neuen Landwirtschaftssimulator zocken können. Und die Zielonka ist ja eine von den drei Maps, die da mit dabei ist. Und um uns da schon mal ein bisschen einzustimmen, spielen wir hier noch ein bisschen die Zielonka. Der John Deere, hier läuft der Motor warm und ihr seht, ich habe hier natürlich einen Kalkstreuer mittlerweile gekauft, einen Bredal, der uns hier das Feld jetzt gleich kalken wird und deswegen würde ich sagen, schicke ich hier mal den Helfer los, denn ich habe in der Zwischenzeit wieder mal nicht an mich halten können und es war einfach im Shop ein Angebot. Ein weiterer John Deere wartet hier zusammen mit einer Horsch Pronto 9DC und hier habe ich das schicke Teilchen, nämlich einen 6R und der hat roundabout 300 PS, ich glaube 290, um genau zu sein. Und mit dem werden wir jetzt hier auf diesem wunderschönen Feld, das ich bereits vorbereitet habe, Gras ansehen. Denn auf dem Feld wollen wir Gras haben, hier in der Nähe von unserem Hof, von unserem Kuhstall, um natürlich Heu und Silage herstellen zu können. Wobei natürlich wir Silage auch aus dem Mais machen können. Genau, so. Und die Geräte waren halt einfach wieder mal im Angebot und deswegen habe ich gleich zugeschlagen und hier werden wir natürlich ein bisschen arbeiten. Ansonsten arbeiten, ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen, den neuen Trailer auf dem YouTube-Kanal von Farming Simulation, nämlich den Garagentrailer jetzt zum LS25 und böse Zungen behaupten ja, wenn der draußen ist, kommt da nicht mehr viel. Wir werden es abwarten, denn was mir noch fehlt, ist definitiv ein Trailer zur Zielonka im LS25, weil wir haben ja die asiatische Karte und wir haben natürlich die amerikanische Karte, die Riverbend Springs, aber uns fehlt eigentlich noch ein schöner Trailer hier für die Zielonka. Also warten wir es ab, ob wirklich die vorgestellten Maschinen, zum Beispiel eine Valtra S-Serie oder natürlich hier ein Quadrac von Case, ob das jetzt wirklich der endgültige Highlight-Trailer ist, der uns einstimmen soll auf den nächsten Dienstag, wenn dann eben der LS25 für uns verfügbar ist. Für Creator wird er allerdings schon ein kleines bisschen früher verfügbar sein und ihr dürft euch freuen, am Freitag könnt ihr dann wirklich jetzt endgültig original Gameplay sehen bei den Kollegen. Die haben das bereits angekündigt. Ich werde da jetzt keinen speziellen hervorheben. Ihr habt alle euren Lieblingscreator mit Sicherheit und da dürft ihr euch freuen. Freitag soll es also losgehen. Dann fallen sozusagen die Hüllen. Dann wird der Vorhang geöffnet und dann könnt ihr wirklich den LS25, also ich gehe einfach mal davon aus, sehen, den wir dann auch am Dienstag, die Woche kommenden Dienstag, dann eben bekommen und zu sehen bekommen. Ja, ich bin da noch nicht dabei. Ja, da muss ich wohl noch ein bisschen was machen. Aber ich freue mich auch schon unheimlich darauf, wenn dann hoffentlich der Postbote zweimal klingelt bei mir an der Tür und mir meine DVD für meine PlayStation 5 überreicht, damit ich dann mit euch zusammen den LS25 zocken kann. Und da bin ich dann auf jeden Fall auch drauf gespannt. So, wir schicken jetzt hier gleich mal den Helfer los. Oh, da ist noch eine kleine Stelle kalkt. Okay, dann machen wir hier mal das Maschinchen runter. 9 Meter Arbeitsbreite, da kommt man wenigstens vorwärts. Und dann lassen wir hier den Helfer mal los, denn wir haben neben dem Kalkstreuer noch ein bisschen mehr gekauft. Und da brauche ich hier einen Valtra, Quatsch, einen Deutz, war natürlich einen Warrior Valtra, weil ich den immer noch hier links im Augenwinkel habe. So, übrigens, das Geheimnis hier ist auch mittlerweile gelüftet. Hier, da kommt tatsächlich Miste. Also, deswegen steht hier auch diese Schubkarre mit Mist als Symbol, dass hier Mist kommt. Es wird zwar nirgends angezeigt, also so genau weiß man nicht, wo der Mist ist, denn das hier ist natürlich das Güllebecken und das wird hier drüben dann abgetankt. Deswegen steht hier auch schon ein Fliegelfass
das, um natürlich dann später die Felder auch zu düngen. Aber Mist gibt es hier, deswegen muss ich keine extra Mistplatte jetzt hier installieren. So, das dazu. Wir fahren mal rüber zum Händler, denn da steht noch eine Kleinigkeit, die ich brauche, denn wir haben noch ein paar Strohballen, die wir einsammeln müssen. Und dazu habe ich mir natürlich einen kleinen Hänger geholt. Ja, also so sieht's aus. Nur noch wenige Tage, Freunde. Dann geht's los mit dem LS25. Und wir dürfen gespannt sein auf den Freitag, wenn eben die Kollegen dann schon mal am Zocken sind. Also halt euch das Wochenende bereit bzw. frei, denn es dürfte mit Sicherheit sehr, sehr interessant sein, wenn es dann wirklich auch hier optisch losgeht. Ich gehe mal davon aus, da wird jeder natürlich streamen. So, ich persönlich werde auch streamen, sozusagen als Gegenpol. Und zwar Freitagabend gibt es dann wieder Late Night Farming bei mir. Late Night Farming ab 22 Uhr werden wir am Freitagabend loslegen. Und dann, denke ich, können wir auch mit Sicherheit viel, viel klönen und drüber sprechen. Ah, was haben wir denn hier noch? Season Pass für den LS22 ist jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so aktuell. Auf jeden Fall können wir Freitagabend dann mit Sicherheit klönen über die Kollegen und über eure ersten Eindrücke vom LS25, der da gezockt wird. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedenkt. Ja, wunderbar. Das passt ja sogar. Hervorragend. Motor an. Jo, sehr schön. Dann machen wir noch kurz ein Bingo. Sehr. So, jetzt haben wir die richtige Karte. Einmal kurz zurücksetzen. Ja, jetzt überlege ich gerade, da könnten wir doch... Boah, der hat ja fast gar keinen Kalk gebraucht. Dann können wir ja gleich mal rüberfahren. Und nachdem wir dann die Ballen aufgesammelt haben, können wir natürlich auch das Feld schon mal kalken. Das große, große Weizenfeld. Ja. Ja, wie sieht der Plan aus? Also wir werden jetzt erstmal Gras ansehen für diesen Monat im August. Das sollte es dann auch, glaube ich, schon gewesen sein. Oder machen wir da hinten Raps? Ah, ich überlege gerade, wir könnten natürlich da hinten auch Raps ansehen. Das würde sich, glaube ich, anbieten. Und auf dem Feld, das wir gerade gekalkt haben, da werden wir dann im nächsten Monat Gerste ansehen, damit wir natürlich im nächsten Jahr auch wieder Stroh bekommen. Denn das brauchen wir ja für unsere Tiere. Als Einstreu und natürlich als Beigabe zum Futter. So, hier müssen wir jetzt ein kleines bisschen aufpassen, weil hier ist da wirklich eine ganz schöne Unebenheit drin. So. Hervorragend. Und dann lassen wir den Kollegen erstmal hier stehen, weil ihr seht es, im unteren Bereich habe ich mit dem Ladewagen eingesammelt und im oberen Bereich sind die Ballen und die müssen wir jetzt einsammeln. So, er macht seinen Job, glaube ich, ganz gut. Mit 9 Meter Arbeitsbreite, da bin ich auch wirklich happy. Wirklich ein schickes Teilchen hier, der 6R. Ja, der ist nicht schlecht. Aber was mir eben komisch vorkommt, ist da das Lenkrad. Das scheint mir ein bisschen arg senkrecht zu sein. Aber gehört wohl so. Ich weiß es nicht. Scheint sich jedenfalls nicht zu verändern. Ja, ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so sein soll. Ansonsten optisch absolut ein Hingucker, der Kollege. Ich meine natürlich den Schlepper. So, wir brauchen den hier. Ja, ich überlege gerade, machen wir es uns ein bisschen einfach. Wir machen es uns diesmal ein kleines bisschen einfacher, denke ich. Wir werden hier wirklich die Autoload-Funktion komplett nutzen. Naja, es sind ja schon ein paar Ballen. Auf der Zielonka. Ja, die osteuropäische Map, die mit dem Premium Expansion Paket kam und natürlich mit den neuen Früchten, die wir hier rechts sehen, zum Beispiel Karotte, Pastinake und rote Beete, was da drüben jetzt wirklich konkret drauf ist, man weiß es nicht. Ich denke eher Karotten. So. Ups, hier ist falsch. Hier müssen wir rein. Ja, wobei wir hätten eigentlich auch durchfahren können und von oben ran. Na, es kommt mit Sprung. Passt schon.
Also für mich bleibt immer noch die spannende Frage und deswegen hoffe ich ja auch auf einen Trailer zur Zilonka im LS 25, ob sich da was ändert, außer natürlich den optischen Standardsachen, die man einfach erwarten sollte, aber ob sie vor allen Dingen natürlich die Höfe ein bisschen anpassen und wie es mit den Produktionen aussieht, eben für die neuen Feldfrüchte wie Spinat und Erbsen, weil da wird es ja mit Sicherheit etwas geben und wenn wir hier natürlich auch mit den entsprechenden neuen Tieren arbeiten wollen, ja, ich glaube, dann braucht es ja auch eine entsprechende Fabrik. So, also dann schalten wir hier mal. Wir haben Helfer entladen, machen wir an. Wir haben Easy eingestellt, das heißt, wir legen los. Jupp. Arbeitsstellung, das heißt, wir müssten jetzt hier ohne Probleme ganz normal klassisch im Autoload die Ballen aufnehmen können. 1%? Ja, das glaube ich nicht. So, das Grasfeld da drüben, das habe ich dann auch soweit abgearbeitet. Da haben wir ja einmal Heu, die Hälfte Heu und die Hälfte Gras, die mittlerweile schon im Silo ist und dort ziliert. Ja, das glaube ich aber nicht, dass das hier nur 2% sein sollen. 3%? Ja, ich denke 12 Ballen, dann ist hier Schicht. So, hier lang. Ach, der packt die hinten auch noch drauf, quer. Ja, ist ja cool. Ja, ist ja super. Also dann kriegen wir die Ballen ja doch noch drauf. Also 6, 12, 13. Und das werden die Ballen sein, die wir brauchen zum Einstreuen. Denn um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht herausgefunden, wo man bei dem Kuhstall loses Stroh einstreut. Das habe ich nicht gefunden. Also wir werden weiterhin Ballen einwerfen, aber ist ja auch nicht das Problem. Wir haben ja ein Ballenlager, also können wir ja damit arbeiten. So, dann fahren wir mal hier wieder lang, ganz vorsichtig über die Brücke. So. Und bevor es weitergeht, schauen wir mal ganz kurz rein. Ich wusste es. Der Kollege ist fast fertig. Ja, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Ist zwar jetzt nur ein Strich, aber damit es eine saubere Wiese wird, sollte man das schon machen. Also wer sich damit auskennt mit John Deere, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so sein soll mit dem Lenkrad. Also mir kommt das ein bisschen komisch vor. So, dann klappt man das ganze Ding zusammen, die Horsch Pronto. Und wenn ich jetzt hier aussteige, ist das Lenkrad immer noch senkrecht. Und wenn ich wieder einsteige, tut sich gar nichts. Ich kenne das natürlich von dem einen oder anderen Schlepper, zum Beispiel bei Fendt mit so einem Klapplenkrad, dass dann das Lenkrad beim Einsteigen wieder oben bleibt. Aber, wie gesagt, hier kommt man das alles ein bisschen komisch vor. Sodele, wir können aber auf jeden Fall mit dem Kollegen schon wieder rüberfahren. Ja, viel Material haben wir ja anscheinend nicht gebraucht, ne? 96%. Wir gucken mal. Ja, hervorragend. 122. Muss gewalzt werden, aber das schenken wir uns. Das schenken wir uns, weil ein kleines bisschen müssen wir aufs Geld achten. Ihr seht es da oben. Also unsere Barreserven sind fast aufgebraucht. 59.491. Ich habe noch keinen Kredit aufgenommen. Also glaube ich zumindest. Augenblick. Wir schauen. Ich will ja nichts Falsches sagen. Noch haben wir keinen Kredit aufgenommen. Also das heißt, wir haben noch ein kleines bisschen Luft nach hinten raus für wichtige neue Geräte. Oder zumindest um diese auszuleihen. Und ich würde mir ja gerne hier einen Häcksler ausleihen, damit wir das Maisfeld hier platt machen. Und dann mit unseren Silagebunkern mal schauen, wie wir da zurechtkommen. So, dann fahren wir mal hier rum. Dann schalten wir schon mal um auf Raps.
Ja, und dann, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Zilonka eigentlich gefällt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Denn es war ja in einem kostenpflichtigen DLC und natürlich hat die das oder hat dieses dann nicht jeder gekauft. Also wer die Zilonka tatsächlich noch nicht gesehen hat, dann schreibt mir gerne mal rein, was ihr so für einen Eindruck von der Map habt, was ihr so für ein Feeling habt, ob das für euch eine Map sein kann, die ihr im LS25 anzocken wollt oder ob ihr sagt, nee, Freunde, ich will auf jeden Fall die amerikanische oder eben die asiatische zocken, weil das ist genau mein Ding. Das würde mich mal echt interessieren. Dürft ihr mir gerne mal euer Feedback reinschreiben. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir laufen erstmal und lassen den Kollegen Kalk hier mal latschen. Sudele rein hier. Dann haben wir jetzt doch echt hier zwei coole John Deere. Da wird sich der eine oder andere mit Sicherheit freuen, weil sonst sind wir ja immer ein kleines bisschen Fendt-lastig. So, aber diesmal mal ganz ohne Fendt hier auf dieser Map. So, Bodeninformationen haben wir ja gekauft. Dann fahren wir mal hier rum. Und wie gesagt, die Felder sind eigentlich verhältnismäßig helferfreundlich, aber ich mache ja trotzdem ein Vorgewende. Nicht, dass uns der Kollege hier dann hier in den Graben fährt. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. So. Okay. Und dann lassen wir hier nochmal die alten Giants-Helfer laufen. In der Hoffnung, dass er seinen Job gut macht. So, okay. Und in meinen Lieblingsdeutsch. Dann bringen wir mal die Ballen weg. Dann können wir mit dem Teleskoplader mal 1-2 Ballen reinwerfen. Und wie gesagt, was mich halt ein kleines bisschen irritiert, ist die Tatsache wirklich, dass man eigentlich nirgends sieht, wie viel Mist die Kühe produziert haben. Aber ist ja kein Problem, wir können den Mist definitiv dann auch verwenden für unsere BGA, die wir hier am Hof haben. Und die müssen wir dann auch mal langsam zum Laufen bringen, weil die soll im Wesentlichen natürlich unser Gewinnbringer sein. Die soll für uns die Umsätze generieren, damit wir auch in weitere Felder, Maschinen und Tiere investieren können. Eventuell eben dann auch in Produktionen. Ups, oh, da hätten wir schon wieder beinahe die Abfahrt verpasst. Ja, man sieht es immer ganz schlecht. Und wenn man ein kleines bisschen unaufmerksam ist. So, wir machen Folgendes. Dann stellen wir den Kollegen mal erst so hier hin. Und machen auf Abladen. Ballen abladen an dieser Stelle. So, dele. Dann rein in den Manitou. Und theoretisch müssten wir eigentlich zwei Ballen reinkriegen, oder? So, 8250 Liter. Okay, wenn dem so ist, dann schauen wir mal ganz kurz rein bei den Tieren. Okay, Stroh. Ja, müsste eigentlich reinpassen, oder? Und wie gesagt, hier vorne hinlegen oder so ist nicht. Und auch mit dem Ladewagen hier vorbeifahren und Stroh abkippen ist nicht. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja, aber das wird hier, glaube ich, nicht weiter stören. So. Okay. Sorry. Dann schauen wir mal. Ja, ich denke, das passt soweit. 26.000 für die 30 Tiere. Das sollte soweit passen.
Und die Produktion an Milch läuft ja auch, Gülle läuft auch, sehr schön. Und wie gesagt, ich habe schon mal angetestet wegen Miste, das waren halt so knappe 160 Liter. Also wenn ihr wisst, wo man hier tatsächlich dann in Erfahrung bringt, wie viel Mist hier ist, aber hier zeigt das nicht an. Nee, hier zeigt das nicht an. Und hier zeigt das auch nicht an. Sowieso meistens nicht, da sieht man immer nur die Gülle. Und hier eben zeigt das auch nicht an. Also ich wüsste nicht, wo er anzeigt, wie viel Mist hier drin ist. Also ich finde es schon spannend. Naja, gut. Also, dann bringen wir mal hier die Ballen ins Lager. Das heißt, wir fahren hier nebendran. Und dann müssen wir die einfach nur hier durchreichen. Da müsste das eigentlich schon passen. Entladen, beenden. Augenblick, wir müssen es nochmal. Arbeitsstellung, Transportstellung, entladen. Ach, das ist ja interessant. Okay, hier entladen. Bingo. So, dann wieder abladen, beenden. Arbeitsstellung, Transportstellung. Ach, da fallen die da runter. Okay. So. Ballen entladen. An dieser Stelle entladen. Und bingo, jetzt sind sie alle hier im Ballenlager, im wunderschönen. So, entladen, beenden. Hervorragend, soweit passt das. Wir springen wieder rüber. Na, ist doch okay, oder? Ja, das passt doch auf jeden Fall. Sehr schön, dann springen wir mal rüber. Und gucken, was unsere... Ja, ach, der ist schon wieder fast durch, hä? Ja, das geht ja richtig zügig. Ach du Schande. Also der wackelt ja hier im ganzen Haus. Ist ja verrückt. Okay. So, wo ist denn der andere? Ah, da fährt die letzte Bahn. Das passt ja hervorragend. Bingo. Motor nicht aus, aber ausklappen. Da werden wir natürlich auch wieder ein Vorgewende fahren. Und Raps bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, da müssen wir schon ordentlich düngen. Ja, ja, ja. 180 Gramm pro Kilogramm pro Hektar Stickstoff. Ja, da wird jetzt richtig hier der Dünger rausgehen. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie er da vorne den Berg hochkommt, weil um ehrlich zu sein, ist der Johnny, ich glaube, gerade so einigermaßen passt das. So, das ist er nicht, sondern das hier ist er, der 6R230. Wir haben den jetzt mit 281 PS, aber wir können den noch ein bisschen pimpen. Also deutlich können wir den noch pimpen. Und für die Sätechnik brauchen wir eigentlich 270, also es reicht gerade so. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie er da oben den Berg hochkommt. So, und damit er schön gerade fährt, schicken wir mal den Helfer los. In der Zwischenzeit, hervorragend, können wir den hier vom Feld nehmen. Der hat seinen Job gut erledigt und noch jede Menge Kalk drin. Also da können wir noch viel, viel, viel kalken. Grüße gehen raus an den Tim, den Kalkmeister vom Team Rehbach. So, Dele, dann fahren wir den hier einfach mal kurz zur Seite. Ja, hier bewegt sich nicht so viel. Der andere hat aber ganz schön gewackelt innen drin hier. So. Okay. Lassen wir mal kurz stehen. Und hier fährt er jetzt den Berg hoch. Boah, da hat er schon ganz schön zu kämpfen. 9 km/h. Also hier hat er zu arbeiten. Aber er wird es wohl schaffen.
Hervorragend. So, Freunde, das soll es dann wieder gewesen sein für diese Folge von der Zielonka. Neue Geräte, neue Maschinen und jede Menge Aufgaben auf dieser Map, die im LS25 mit dabei sein wird. Zum Start am 12. November. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.